Wir haben in den Kapiteln zuvor im Hebräerbrief gelesen, dass der erste Gottesdienst, den Gott Israel verordnet hat, richtig war und gut war und seine Berechtigung hatte, dass man eine Stiftshütte hatte, einen Tempel später hatte, Tiere opferte für die Schuld des Einzelnen und für die des ganzen Volkes. Aber nun in Jesus Christus doch das Neue, das Bessere erschienen ist, dieses einmalige Opfer, das alle Sünden nicht nur für die irdische Zeit weggenommen hat, sondern für die Ewigkeit. Das heißt also, alle, die in Jesus Christus sind, haben einen festen Platz jetzt schon in der Ewigkeit und dies kann ihnen nicht mehr genommen werden. Allerdings, jetzt ist Glaube und nicht die Werke gefragt. Die Werke waren früher doch sehr wichtig. Man musste bestimmte Wege unternehmen, um Gott zu gefallen. Man musste dreimal im Jahr nach Jerusalem hinauf pilgern, Gott anbeten und auch die Opfer bringen. Man musste auch verschiedene Dinge einhalten, wie zum Beispiel den Sabbat. Ja, wer das nicht getan hat, wer den Sabbat nicht eingehalten hat, der wurde ausgerottet aus dem Volke Israel. Es gab so bestimmte Anweisungen, die unbedingt getan werden mussten, Woche für Woche, Monat für Monat. Aber nun ist der Glaube an den lebendigen Gott, an Jesus Christus, oben drüber gesetzt. Und auf den kommt es an. Und dieser Glaube, der war bereits auch schon in den Vätern des Glaubens in der Vergangenheit, in Einzelnen vorhanden. Und dieser Glaube hat Großes ausgerichtet. Dieser Glaube hat einen Weg bereitet für die kommenden Generationen, von denen die Einzelnen, die im Glauben standen, noch gar nichts wussten. Glaube und Vertrauen in unserem Leben öffnet einen Weg auch für andere, die darauf gehen können zum Guten. Ich lese uns jetzt aus dem Hebräerbrief 11, ist ja ein langes Glaubenskapitel, die ersten 7 Verse. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren, die Glaubensväter, Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, so dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugte. Und durch den Glauben redet er noch, obwohl er, der Abel, gestorben ist. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe, und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Aber ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Soweit Gottes Wort. Es sind ja viele Aussagen in diesen wenigen Versen vorhanden, die kriegt man gar nicht so schnell gleich mit. Aber eins haben wir mitbekommen, dass der Glaube, der von Gott geschenkt wird, das Wichtige ist. Glaube hat mit Vertrauen zu tun. Der Glaube wird hier beschrieben als eine Kraft, die genau weiß, dass das, was Gott sagt, da ist. Eine Gewissheit auf das, was man hofft. Ich hoffe, in den Himmel zu kommen. Das weiß ich. Das ist eine Gewissheit. Also der Glaube in mir, der sagt das. Und der Gläubige weiß, dass all das vorhanden ist, was Gott beschreibt und zugesagt hat, in der unsichtbaren Welt,
in der Ewigkeit und all das, was er tun wird und hier auf dieser Erde. Das sagt der Glaube, das geschieht. Und der Glaube ist auch ein Überführtsein von dem, was man nicht sieht. Das heißt, ein Hineingenommensein in die unsichtbare Welt. Der Glaube sagt mir ganz genau, dass die unsichtbare Welt, die Engelwelt, da ist. Und nicht nur, dass sie da ist, sondern dass ich jetzt mit hineingenommen worden bin durch den Heiligen Geist und aus dieser Welt die Kraft schöpfe und die Wegweisung kriege in der Zeit. Das sagt der Glaube. Der Glaube ist ein Nichtzweifeln an dem, was man mit den Augen nicht sieht. Was man nicht sieht. Und zwar ein Nichtzweifeln nicht nur, ja, es könnte so sein, es ist so. Das ist echter Glaube. Es ist so. Und daran sollen Christen festhalten. Das heißt also, das Unsichtbare ist zu einer zweiten, wir können direkt sagen, im Glauben zu einer ersten Realität geworden. Zu einer ersten. Und das Sichtbare ist die zweite Realität, in der wir leben. Das Unsichtbare ist die erste Realität, mit der wir rechnen, aus der wir leben, wo wir unsere Kräfte beziehen. Jesus Christus sagte ja, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, was geschieht, da ist er mitten unter ihnen. Sehen wir ihn mit unserem Auge? Nein. Und doch stimmt das Wort. Er ist da. Und wir rechnen genau mit dieser Realität der Gegenwart Jesu, weil wir leben im Glauben. Und der Glaube ist eine ganz gewisse Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln auf dies, was wir nicht sehen. Jesus ist hier. Das ist der Glaube. Und deswegen richtet sich ja unser Leben auch danach. Petrus schreibt, und das möchte ich uns lesen, das erfreut mich immer wieder, er sagt zu den Gläubigen, die vielleicht das leicht vergessen haben, dass sie ja doch eigentlich aus der Unsichtbarkeit schöpfen. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, ab Vers 3, sagt er ihnen gleich, wir loben Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns ja nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, das heißt zu einem anderen Leben, durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Und zwar zu einem Leben, das unvergänglich ist, unbefleckt, da gibt es überhaupt keine Schlechtigkeit mehr, und unverwelklich, das heißt, es hört nie auf. In diesem neuen Leben, was jeder Wiedergeborene bekommen hat, gibt es keinen Flecken mehr. Total sauber und endlos, das neue Leben. Und das ist für euch bereitet und bewahrt und aufbewahrt im Himmel, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werdet zur letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit euer Glaube als echt befunden wird und kostbarer als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Also der Glaube soll immer wieder geprüft werden, ob wir wirklich echten Glauben haben. Glauben im Blick auf das Unsichtbare, im Blick auf den lebendigen Gott, den wir mit unseren Augen nicht sehen, ob der echt ist. Da werden wir immer wieder mal geprüft. Na, woran hältst du dich jetzt in der Not? An diesen unsichtbaren Gott oder wieder an die sichtbaren Dinge? Und dann entscheiden wir uns immer wieder für das Unsichtbare. Wir werden manchmal geprüft, damit dieser Glaube fest bleibt und das Ganze zum Lobe und Preis Jesu Christi. Und dann kommt dieser Vers 8. Ihn habt ihr nicht gesehen und ihr habt ihn doch lieb. Warum? Ihr liebt etwas Unsichtbares, was ihr gar noch nie gesehen habt. Die Jünger hatten Jesus gesehen, wir haben ihn noch nie gesehen. Die nachfolgenden Generationen seit der Himmelfahrt, die haben nicht gesehen.
Und sie lieben den, den sie nicht gesehen haben. Und zwar, sie lieben ihn so, als ob sie ihn sehen. Ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher Freude. Das ist also die neue Realität durch den Glauben. Wir lieben Gott in Jesus Christus und sehen ihn einfach mit unseren Augen nicht, wissen aber, er ist da und halten uns an den Unsichtbaren, als ob wir ihn sehen. Da verstehen wir, was hier unter Glaube jetzt gesagt wird. Allein durch diesen Glauben können wir Gott gefallen. Das meint die Schrift hier, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne diesen Glauben, der die Unsichtbarkeit vor Augen hat, vor den inneren Augen und hier wirksam werden lässt in der Zeit, kann man Gott gar nicht dienen und gefallen. Weil man ja immer nur das tut, nachdem man etwas Sichtbares erkannt hat. Ich meine, wenn ich zu Hause sehe, dass Staub auf einem Möbelstück ist, ja, dann kann ich hier was machen und wegwischen. Aber das ist noch kein Gottesdienst. Das ist so eine Hilfe für den Alltag, aber kein Gottesdienst. Aber ein echter Gottesdienst, der hier sich auswirken soll, muss bestimmt werden aus der Ewigkeit, aus der Unsichtbarkeit. Deswegen beten wir jeden Tag, Herr, hilf uns, zeige uns deine Wege. Wir kennen den Weg überhaupt nicht. Wir haben zwar gute Gedanken, also da heißt es in einem Kinderlied immer wieder im Refrain, da wird einiges aufgezählt, was man so macht, das sind gute Gedanken, doch besser noch ist, wenn dein erster Gedanke heißt Jesus Christ. Ja? Also wir haben ja viele gute Gedanken, wollen wir ja gar nicht wegschieben. Aber das sind nicht unbedingt Gedanken, die aus der Ewigkeit kommen, die von Gott kommen. Jesus Christus muss uns da führen und leiten. Dann können wir Gott gefallen. Wer also zu Gott kommen will, in Zeit und Ewigkeit, der muss in dieser Realität des Glaubens stehen und an die Realität Gottes glauben. Das heißt, wissen, er ist da und er muss auch fest wissen, dass die Belohnung und die Gaben und auch die Zuwendung aus der Ewigkeit für das Leben in der Zeit kommen. Dass keiner ein eigenes Programm aufsetzen muss und darf, um Gott zu dienen, sondern dass alles aus der Ewigkeit kommt. Der Apostel Paulus hat das ja im Philipperbrief Kapitel 3 mal so deutlich gemacht. Er sagt, wo sind wir denn eigentlich zu Hause? In Vers 20 und 21, er sagt, unser Wandel, unsere Heimat ist im Himmel. Von dort warten wir auf die Offenbarung Jesu Christi. Ja, was heißt von dort? Wir sind doch hier noch auf der Erde. Das, wir warten durch den Glauben im Heiligen Geist von dort. Weil das Bindeglied ist zwischen der unsichtbaren und der sichtbaren Welt in uns. Wir erinnern uns daran, dass dem frommen Mann Nikodemus Jesus bei Nacht einmal gesagt hat, der nämlich festgestellt hat, dass Jesus von Gott ist. Und er traute sich nicht am Tag zu Jesus zu kommen, weil er Angst hatte vor seinen Mitgenossen, den Pharisäern. Die haben nämlich verboten, mit diesem Jesus Kontakt zu haben und wer mit dem Kontakt hat, der wird rausgeschmissen aus der Synagoge. Der darf nicht mehr Gottesdienst hier mitfeiern. Weil er sagt, er ist Gottes Sohn. Und er kam zur Nachtzeit zu ihm und sagt, ja, wir wissen ja auch andere noch, dass du von Gott bist, ja. Und denn solche Werke, die du tust, die kann keiner tun, es sei denn, der ist aus der Ewigkeit gespeist. Und was sagt der Herr Jesus gleich zu ihm? Er sagt nicht, gut, dass du das erkennst und so weiter, das sagt er nicht. Sondern er sagt ihm gleich, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird. Sonst kann er diese Gemeinschaft nicht haben, von der du sprichst, dass ich sie wohl habe. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird. Und wir feiern ja auch das Pfingstfest demnächst. Da geht es ja um die Dankbarkeit, dass der Heilige Geist gegeben worden ist, der immer wieder gegeben wird für alle, die ihr ganzes Leben Jesus unterstellen, die von Neuem geboren werden. Sie müssen diese Ausrüstung haben, damit sie, gespeist aus der Ewigkeit, hier in der Zeit überhaupt überleben und bestehen können.
Denn ich habe oftmals auch schon zitiert, wir als Christen, als Kinder Gottes, leben im fremden Land. Jesus bezeichnet den Fürsten dieser Welt als den Teufel. Der Teufel ist der Fürst dieser Welt. Der bringt alles durcheinander. Wir leben in einer fremden Welt. Aber mittendrin sind wir solche, die Gott preisen und die einladen zu dem lebendigen Gott in Jesus Christus. Wenn wir in diesem Glauben stehen, dann können wir auch sagen, ich werfe meine Sorgen auf Gott, denn er sorgt für mich. Viele wissen, wo das steht, im Petrusbrief, 1. Petrus 5, Vers 7, alle eure Sorgen werfet auf ihn. Ja, aber wenn ich ja nicht glaube an ihn, den ich gar nicht sehe, wie kann ich meine Sorgen dahin werfen? Also muss ich einen Glauben haben, der mit der Unsichtbarkeit lebt. Die erste Priorität ist die Unsichtbarkeit und das ist das Zweite hier auf Erden. Dann kann ich meine Sorgen dort abgeben und dann stimmt auch das, was Jesus sagt in Matthäus 6 in der Bergpredigt. Da hat er ja doch mit seinen Jüngern gesprochen über dieses neue Leben, obwohl sie das noch gar nicht so richtig nachvollziehen konnten. Pfingsten war ja noch nicht geschehen. Da sagt er, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Das Vorgespräch ging dahin, dass ja nun, wenn man dem Unsichtbaren nachfolgt, vielleicht manches Sichtbare auf der Strecke bleibt. Denn die Jünger haben ihre Boote verlassen, die haben ihren Fischfang verlassen, sie haben sogar Verwandte verlassen und sind Jesus nachgefolgt. Also augenscheinlich verliert man was, wenn man Jesus nachfolgt. Und nun ist er gen Himmel gefahren und dann sehen wir ihn nicht mehr. Und was machen wir jetzt? Und wir haben uns ja schon mal gesagt, dann nach der Auferstehung sagt Petrus, na, da müssen wir wieder zurückkehren zum Sichtbaren. Wir gehen wieder fischen wie früher, wir machen alles wie früher. Das kennen wir, denn wir sehen ja den Herrn nicht. Aber dann begegnete Jesus ihnen nochmal am See Genezareth und hat gesagt, nein, so ist es nicht. Ihr müsst weiter festhalten an mir, auch wenn ihr mich nicht seht. Ihr müsst festhalten an dem Unsichtbaren durch den Glauben. Und darum sagte ja der Herr, ich bin bei euch alle Tage. Vergesst das nicht. Also ihr müsst jeden Tag mit mir rechnen. Das ist wichtig, damit ihr dem Auftrag in dieser Zeit lebt. Sonst geht ihr wieder zurück in das alte Leben, weil es das ist, was der äußere Mensch kennt. Ja? Aber die Schrift sagt hier, gerade auch zu denen, die einen anderen Gottesdienst gewohnt waren, dass nur der Glaube, dieser lebendige Glaube durch den Heiligen Geist trägt, und zwar nicht nur durch die Zeit, sondern bis in Ewigkeit. Dann kann man auch mit David sagen, Psalm 32, du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet fröhlich rühmen kann. Du wirst mich vor Angst behüten, nicht? Wir äußeren Menschen, wir haben ja so viel Angst. Könnte ja Schlimmes passieren. Das ist normal. Für den äußeren Menschen ist das ganz normal. Der hat immer Angst, weil er ja auch hier bleibt und der kommt nicht in den Himmel, der äußere Mensch. Deswegen hat er Furcht, dass ihm was passiert, dass er nicht länger leben kann. Nicht, dass er irgendwo mal die Luft abgeschnürt kriegt. Aber das soll nicht sein, sondern der geistliche Mensch, der weiß, ich lebe doch immer. Ich erinnere an diese Worte, nicht? Hier saß ja ein Bruder, Glaubensbruder, der schon lange beim Herrn ist. Ja, ein lieber Bruder, der uns immer erinnert hat, habt euch doch lieb und so weiter. Und als er hatte Blasenkrebs, nicht? Von dem Professor gefragt worden ist, wie groß die Operation sein darf. Nicht, machen wir erstmal eine halbe Operation oder eine ganze Operation. Wie lange wollen Sie leben? Und dann sagt der Herr Professor, ich lebe ewig. Ja, da konnte der Professor natürlich auch nichts mehr sagen. Nicht? Ja. Na ja, dann hat er eben operiert, wie er dachte. Nicht? Ja, hat er dem einfach gesagt so.
Ja, gut mit dem Leid, aber ich lebe ewig, wenn Sie mich schon so fragen. Ne? Karl-Heinz Hennig, so hieß er ja. Karl-Heinz Hennig, nicht? Lieber Bruder, das sollen wir auch sagen können. Durch den Glauben, und jetzt wird ja hier in diesem Text Bezug genommen auf die Glaubensväter. Da wird hingewiesen, schaut doch mal, was diese Glaubensväter ausgerichtet haben. Die haben das nicht gewusst, was die Konsequenz ihres Glaubens sein würde. Aber sie haben festgehalten im Glauben und dann passierte Gewaltiges. Denn dieser Glaube produzierte etwas, wovon andere auch noch etwas merkten. Allein, wenn wir mal schauen, vielleicht erst noch ein paar Sätze zuvor. Der Glaube der Väter, er richtete immer mehr aus als die momentane Glaubenstat, was sie gerade machten. Dieser Glaube befähigte sie, an dem Vorbau der Heilsgeschichte in die Zukunft hinein teilhaben zu können. Der gegenwärtige Glaube, so können wir für uns sagen, bringt zukünftige Frucht. Wenn wir glauben, wie die Schrift sagt, dann entsteht daraus eine Frucht, die Wirkung hat auch über unser physisches Leben hinaus, an anderen und bis in die Ewigkeit reicht. Wenn wir nicht glauben oder den Geist betrüben, dann werden wir fruchtlos. Ich habe mal nachgeschaut, wer mit wem reden konnte. In der Zeit von Adam an bis Methuselah, also nur in drei Stationen ging das bis zu Abraham, Isaac und Jakob. Nur drei Stationen, die konnten sie unterhalten, was da in der Paradies gewesen war, und haben also auch Glaubensgespräche geführt. Methuselah konnte 260 Jahre von Adam mündlich hören, wie es im Paradies gewesen ist. So lange lebten sie ja parallel miteinander. Methuselah konnte noch 600 Jahre mit Noah reden und 100 Jahre mit Sem sprechen, dem Sohn von Noah, noch vor der Sintflut. Abraham konnte 60 Jahre noch mit Noah reden und sein Leben lang mit Sem sprechen. Also das sind bis zum Paradies nur drei Stationen, so, ja. Und danach konnte Sem noch 100 Jahre mit Isaak sprechen, 40 Jahre mit Jakob über das Paradies und die Sintflut reden. Insgesamt vom Paradies bis Jakob 1656 Jahre. In drei Stationen brauchte man gar nicht so mit vielen Leuten reden, um herauszufinden, was Gott getan hat. Und in dieser Zeit hat Gott Menschen gebraucht, die gewaltig mitwirken durften, weil sie geglaubt haben. Weil sie geglaubt haben, nicht Glaube produziert haben, sondern sich Glauben schenken ließ. Denn der Glaube, sollte ein Glaube, der mit der Unsichtbarkeit rechnet, ist kein Glaube, den man machen kann. Da kann man sich so anstrengen, wie man will, das kriegt man nicht hin. Das kriegt man nicht hin. Vielleicht gerade bis zur Tür und draußen ist schon wieder alles vorbei. Dieser Glaube, der wirklich sagt, ich rechne mit dem Handeln des lebendigen Gottes, ich vertraue ihm, obwohl ich ihn nie gesehen habe, ist ein Geschenk. Aber das Geschenk muss man annehmen. Zum Fest des Pfingstfest hatten ja viele die Fragen, wie kommen wir dazu? Wie kommen wir zu solch einem Glauben? Petrus hat dann gesagt, tut Buße, lasst euch taufen auf den Namen Jesu, gebt euer Leben in seine Hand total, eure Sünden werden vergeben und ihr werdet empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Wenn ihr diese für euch jetzt noch erste Realität
aufgibt zugunsten der anderen Realität und sagt, die Unsichtbare ist meine erste, die Sichtbare ist meine zweite, dann werdet ihr angeschlossen und empfangt den Heiligen Geist und werdet dadurch geführt. Der Heilige Geist will sich also wachstümlich auch im Gläubigen ausbreiten und will ihn auf Wege führen, die am Werk Gottes mitwirken. So war zum Beispiel, wird gesagt, von Abel. Abel, haben wir gelesen, tat ein größeres Opfer, brachte durch den Glauben, durch diesen Glauben ein größeres Opfer als Kain. Das heißt also ein gerechtes Opfer, ein Opfer, was Gott annehmen konnte. Man kann ja viel opfern. Wir sprachen unterwegs gerade von Räucherstäbchen. Viele zünden hier ein Räucherstäbchen, in jedem buddhistischen Tempel wird auch Räucherstäbchen angezündet. Ja, opfern kann man viel, man kann Hühner opfern und weiß ich was. Aber es geht um ein Opfer, was Gott anerkennt. Und Abel hatte ein Opfer, was Gott anerkannte. Es war größer als das, was Kain gab. Abel, sein Name steht ja schon Pate für diese Handlung, heißt Hauch und Nichtigkeit. Sein Name spiegelt also auch seine Gesinnung wider, dass er einfach sagte, ich bin nichts vor Gott. Und mein Leben ist nur so ein Dampf. Ich bin nichts. Ich brauche die Inspiration von dem Schöpfer, von meinem Schöpfer, um das Richtige zu tun. Er, der Abel, er suchte nicht nur den Segen Gottes, sondern Gott selbst. Das ist noch ein Unterschied. Ob ich nur den Segen Gottes für mein Leben erbitte, dass es so gut geht, wie ich mir das vorstelle, oder ob ich die Gemeinschaft mit Gott selbst suche. Und da wird es brenzlig. Wenn ich diese Gemeinschaft suche, ja, dann habe ich ja nichts mehr zu sagen. Dann kann ich nur noch stille sein. Denn was kann ich mit Gott schon bereden? Er muss zu mir reden in dieser Gemeinschaft. Ich habe ihm nichts mehr zu sagen. Ich kann ihm gar nichts sagen. Aber das tat Abel. Er suchte Gott nicht nur den Segen. Er wollte nicht auf Erden mit Gottes Segen leben, sondern er wollte mit Gott in dieser Zeit leben. Er suchte die Versöhnung durch das Blut. Er gab nämlich ein Blutopfer. Er vergoss Blut, um versöhnt zu werden mit dem himmlischen Vater. Und so steht es ja auch dann hier im Hebräerbrief, im 9. Kapitel haben wir es gelesen, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünde, keine Zudeckung der Schuld. Und wir lesen ja schon, dass Gott auch, damit er mit den Menschen weiterleben konnte, nach dem Sündenfall auch ein Opfer bringen musste. Woran können wir das erkennen? Nachdem Adam und Eva merkten, dass sie nackt wurden, sind und sich versteckt haben vor Gott und sie dann nun von Gott gerufen worden sind, was habt ihr gemacht und alles kam dabei heraus und so weiter und sie mussten ja das Paradies verlassen, da machte Gott ihnen Kleidung aus Fellen. Und wenn man aus Fellen ein Kleid macht, muss man das Tier erstmal töten, aber sonst klappt das nicht. Die liegen ja nicht irgendwo rum, die Felle. Sondern das Tier steckt da drin. Da musste ein Blutopfer gebracht werden, zur Versöhnung, schon von Anfang an. Und so hat auch Abel ein Blutopfer gebracht. Im Gegensatz zu Kain, sein Name heißt Erwerben, Erwerb. Ich will was tun, ich will was bekommen. Er brachte Gott ein Opfer seines Erwerbs von dem Felde, Früchte des Feldes. Er hätte sie eintauschen sollen und hätte auch ein Tier bringen sollen. In dem Bewusstsein, ich brauche Versöhnung. Er, Kain, suchte weiteren Segen Gottes für seine Arbeit. Merken wir? Er suchte den Segen Gottes für seine sichtbare Arbeit. Er suchte nicht den Segen für die Arbeit Gottes in ihm und durch ihn.
Seine Glaubensrealität lag also zuerst im sichtbaren Bereich. Was ich verstehe, das glaube ich. Was ich nicht verstehe, das glaube ich nicht. Seine Realität lag also im Erwerben von Gütern der Zeit. Und das setzte sich auch in der Entwicklung seiner Nachkommenschaft fort. Wir können da in 1. Mose 4, 17 bis 24 könnten wir das dann lesen. Wir wissen ja, dass aus Ärger der Kain dann den Abel totgeschlagen hat. Ne? Und dann geht es so weiter. Die Furcht und die Angst kamen in sein Leben. Und aus seiner Linie kamen die ersten Städtebauer, die ersten Viehzüchter, die ersten Künstler und Wissenschaftler und so weiter. Und die ersten, die Krieg führen. Kann man genau lesen, das haben die alles gemacht. Das hat man aber nicht in der Nachkommenschaft gelesen, die anstelle von Abel auftrat. Abels Glaubensrealität lag im Unsichtbaren bei Gott. Und da lesen wir dann auch in 1. Mose 4, Abvers 25, da gab es einen Ersatz. Gott gab einen anderen Sohn anstelle von Abel, der ja nun totgeschlagen war. Es gab einen Sohn Seth. Und wiederum daraus entstanden Enosch. Und was sagt die Bibel, da fing man an, Städte zu bauen? Nein, den Namen des Herrn zu verkündigen und zu ihm zu beten. Zwei verschiedene Linien entstanden da. Die einen, die haben sich abgesichert im materiellen Bereich, weil das ihr Leben war. Und die anderen fingen an, die aus der Verbindlichkeit mit dem lebendigen Gott leben zu wollen. Somit ist ja Abel auch ein Vorbild für die Gläubigen des Neuen Bundes geworden. Deswegen steht hier, wiewohl er gestorben ist, redet er immer noch und sein Blut und sein Zeugnis. Ein Vorbild geworden für uns, die wir auch unser Leben lassen sollen. Im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus im 12. Kapitel, Vers 1, dass wir unsere Leiber zum Opfer begeben sollen. Also das heißt, wir sollen nicht wie Abel jetzt uns totschlagen lassen, sondern das, was in uns ist, soll unter die Führung des Heiligen Geistes kommen. Dass wir einen vernünftigen Gottesdienst haben. Und dann steht im zweiten Vers, stellt euch nicht wieder der Welt gleich. Ihr habt ja jetzt eine andere Realität. Und das sollte den Hebräern also wichtig werden, dass sie dem Glauben eine höhere Priorität einräumen als ihren Werken. Folgt dem Vorbild Abels. Ja, sie wurden ja daran erinnert, die Heiden, die wussten ja noch nichts von diesen Glaubensvätern, Abraham, Isaak und so. Das haben sie vielleicht mal durch irgendjemand gehört, aber sie haben die Botschaft nicht gehört. Aber die Hebräer, die wussten, wovon hier geredet wird. Wo also dieses Glaubensopfer geschieht, kommt es zu der weiteren Erkenntnis des Willens Gottes. Und darum wird auch hier der Henoch angeführt. Warum wird ausgerechnet dieser Mann aufgeführt? Weil durch den Glauben er in eine Zukunftserkenntnis hineingebracht worden ist, dass Gott etwas Ewiges für alle bereitet hat, die ihn lieben. Er wurde, sein Name bedeutet ja auch Einweihung. Er wurde eingeweiht in das Zukünftige, in die Herrlichkeit Gottes. Er wurde eingeweiht in die Entrückung derer, die an Jesus Christus glauben. Er wurde eingeweiht in diesen Zustand, sie werden alle aufgenommen werden in die Herrlichkeit. Und er wurde eingeweiht in dieses Wort, was auch in Jesaja 57 steht, dass der Gerechte vor dem Unglück weggenommen wird. Ja, so ist der Henoch vor der Sintflut weggenommen worden. Der Gerechte wird vor dem Unglück weggenommen. Und im Judasbrief
In Kapitel 1 lesen wir ja, dass gerade auch Henoch das gesehen hat. Er wurde eingeweiht in das Zukünftige, dass Jesus Christus wiederkommt mit vielen tausend Heiligen, um Gericht zu halten. Das hat er mitgekriegt. Ja, ich lese uns mal diese Verse, 14 im Judasbrief. Es hat aber auch von diesem Zustand und von dem Ganzen, das heißt von den Irrlehrern, von dem Schlechten, aber auch von dem Guten, geweissagt Henoch, der siebte von Adam an. Und er hat gesprochen, siehe, der Herr kommt mit seinen vielen tausend Heiligen, Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Menschen für alle Werke ihres gottlosen Wandels, mit denen sie gottlos gewesen sind und für all das Freche, das die gottlosen Sünder gegen ihn geredet haben. Das hat der Henoch schon gesehen, weil er glaubte, in diesem Glauben stand, der aus der Ewigkeit her schöpft. Da wurde ihm das gezeigt und uns wird das hier schriftlich mitgeteilt. Deswegen sollen wir ermutigt werden und auch die Hebräer hier ermutigt werden, auf diesen Glauben ihr Leben abzustellen und nicht die Priorität in das sichtbare Leben hier zu setzen, sondern mit dem unsichtbaren Gott zu rechnen. Die Auswirkung des Glaubens aus Gott schafft auch Ruhe und Trost. Also wer Trost braucht und wer Ruhe braucht, kriegt das nur aus der Ewigkeit. Hier in der Zeit gibt es keine Ruhe. Das ist rastlos. Hier wirst du nur gejagt. Gejagt, das musst du machen, jenes musst du machen, hast du das schon gemacht und das? Also geht ja hin und her, Stress über Stress. Da ist keine Ruhe. Da ist man erschlagen und liegt dann abends in der Ecke und hofft, dass man sich ein bisschen ausruhen kann. Das ist das Leben der Zeit. Überall wird gefordert, was der Mensch alles machen muss. Das schafft er überhaupt gar nicht mehr. Auch die Technik muss er dann auch noch lernen, damit er mithalten kann und so weiter. Ansonsten ist er am Rande der Gesellschaft. Stress über Stress. Aber der Glaube an den lebendigen Gott bringt Trost und Ruhe. Glaube ist größer als alles. Und darum der Name Noas, der heißt ja auch Trost und Ruhe. Trost und Ruhe. Er baute auf Gottes Wort hin eine Arche, mit Auswirkung zum Heil seines ganzen Hauses. Er baute sie und dadurch wurden seine Familie auch noch gerettet. Und er war dann der Verkündiger des Heils Gottes am Anfang der neuen Menschheit. Obwohl er baute diese Arche. Wir müssen uns das mal vorstellen. Ich weiß nicht, ob wir das damals so gemacht hätten. Möge es der Herr schenken, dass wir so einen Glauben gehabt hätten. Dass wir in Trockenzeit, wo überhaupt nichts zu sehen war, dass es mal so eine große Flut geben könnte, baut er ein riesiges Schiff, um dort Menschen und Tiere aufzunehmen, weil Gott es gesagt hat. Und wir können uns lebhaft vorstellen, die anderen haben ihn ausgelacht. Ich meine, heute, wenn wir im Radio hören, da in Brandenburg und Umgebung gibt es Unwetter, dann sind wir ja schon gewarnt. Aber da war nichts zu sehen, überhaupt nichts. Das macht man nicht, dass man in der Wüste Sahara plötzlich da ein großes Schiff baut. Wie soll denn das mal schwimmen? Er glaubte und durch den Glauben tat er etwas mit Auswirkung für seine Familie und für die Nachwelt. Das ist der Glaube, der uns befohlen ist und darin fand er Ruhe und Trost. In Gottes Wort Ruhe und Trost, das finden auch wir, wenn wir darauf abstellen. Und das ist das, was der Herr Jesus sagte, Matthäus 11 auch, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Was passiert dann? Dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. So einfach ist das. Aber das ist der Glaube, der aus der unsichtbaren Welt und hier in der sichtbaren Welt zuteil wird in seinen Gaben und Fähigkeiten. Dann werdet ihr Ruhe finden. Vertraut auf den Herrn. Er macht alles richtig. Hier wirbelt und wimmelt es in dieser Zeit hektisch hin und her. Du kannst mitten in der Zeit ruhig sein. Lass sie doch ruhig laufen.
Du schöpfst aus der Ewigkeit. Ne? Das ist das, was uns die Schrift hier sagt und sagen will. Jesus ist in diesem Falle dann die Arche, in der wir ganz getrost und ruhig sein dürfen, ganz geborgen. Wichtig ist nur, dass er da ist, dass ich diese Verbindung mit ihm habe. Ein Glaube, der alles hofft, was ich auch nicht verstehe, und ein Nichtzweifeln an dem, was ich nicht sehe. Dieser Glaube bringt uns durch den Heiligen Geist in diese Ruhe hinein. Zusammenfassend über diesen paar Verse können wir sagen, durch den rechten Glauben bringen wir auch richtige Opfer vor Gott, die ihm gefallen. Wir gefallen Gott überhaupt, wenn wir ihm vertrauen und diesen Glauben zulassen. Wir ehren ihn und werden ein Segen für den Nächsten, auch wenn wir das noch nicht wissen. Noah wusste nicht, wie viele Menschen da kommen werden. Das hat er gar nicht gewusst. Aber er hat Gott vertraut und dadurch wurde er ein Segen für die neue Menschheit. Ich lese nochmal den Hebräer-Text, damit wir den Anfang wieder zusammenkriegen. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, so dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugte. Und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe, und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Aber ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Wunderbare Zeugnisse, die uns ermutigen sollen, gleichfalls fest im Glauben an Gott in Jesus Christus zu stehen. Nächstes Mal geht es weiter über diesen Glauben.